Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren FIFA 20 Sprint to Glory. Und das alles heute mit einem legendären Verein aus der Serie A, der seinem alten Ruf so ein bisschen hinterherjagt. Die Rede hierbei kann natürlich nur vom AC Mailand sein. Zuletzt überhaupt im Jahre 2014 an der Champions League teilgenommen, Leute. Lasst uns nicht darüber reden, das Ding irgendwie zu gewinnen. Wir müssen uns erstmal wieder richtig dafür qualifizieren. Der AC Mailand ist im Jahre 2019 einfach keine Top-Adresse mehr. Klar, der Name macht natürlich noch ein bisschen was her, aber im Vergleich zu anderen Mannschaften, Real Madrid, Barcelona, Bayern München und Co., da kannst du einfach den AC Mailand nicht mehr mit vergleichen. In der Liga vielleicht hier und da mal um die Champions League am Kämpfen, aber bisher ist seit Jahren nie geschafft, sich dafür zu qualifizieren. In der Euroleague dann auch noch in einer Gruppe, die wirklich extrem leicht war für so einen Verein, eigentlich normalerweise, dann auch noch bis wirklich auf die Knochen blamiert, also schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Damit soll jetzt aber Schluss sein, wir wollen den AC Mailand zu alten Ruhm bringen und hoffentlich am Ende des Videos auch den Henkelpott wieder zurück nach Mailand. Vorab, bevor wir das Ganze reinstarten, vergesst ihr wie immer natürlich nicht, einen Daumen nach oben auf die heutige SDG dazulassen. Würde mich wirklich mega freuen und schreibt natürlich auch gerne Vorschläge für weitere Mannschaften, mit denen ich eine Sprint to Glory machen soll, in die Kommentare. Ansonsten abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, um in der Zukunft auch nichts weiteres mehr zu verfassen. Und damit legen wir jetzt los, wir haben einen Haufen Arbeit vor uns. Sprint to Glory, AC Mailand, los geht's! Beginnen wir natürlich wie immer mit der Mannschaft, die wir zum Start der Karriere haben. Und man muss sagen, klar, viel vermeinten Glanz ist jetzt nicht übrig geblieben. Mit der Mannschaft wirst du wahrscheinlich nicht die Champions League gewinnen. Aber es sind ein paar Spieler da, auf denen man auf jeden Fall aufbauen kann. Wie beispielsweise Piątek im Sturm, Suso auf dem rechten Flügel, Paqueta auf der 10er Position, Romagnoli in der Innenverteidigung, Donnarumma ebenfalls im Tor und Calabria auf der Rechtsverteidigung. Also ein bisschen was haben wir am Start und ja, damit müssen wir jetzt wohl erstmal arbeiten. Dazu haben wir ein Transferbudget von knapp 40 Millionen Euro zur Verfügung. Da seht ihr, wie viel noch vom glorreichen AC Mailand übrig geblieben ist. 40 Millionen Euro. Da gilt es auf jeden Fall vorher erstmal den Kader so ein bisschen auszusortieren, denn mit 40 Millionen Euro wirst du im heutigen Transfermarkt wirklich wenig anfangen können. Wir greifen mal wieder komplett durch. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Spieler, die uns deutlich eher zum Champions League Titel bringen, als all die Spieler, die derzeit beim AC Mailand sind, so gut wie. Deswegen auf der Transferliste ganz knallhart Biglia, Bonaventura, Susu, Castillejo, Laxalt, Conti, Silva und so weiter und so weiter. Also sind wirklich sehr, sehr viele Namen auf der Transferliste gelandet, was einfach daran liegt, dass wir A, einfach viel zu wenig Geld haben und B, eben die wenigsten von den ganzen Namen hier überhaupt ein vernünftiges Potenzial haben, sodass man sie behalten könnte. Unter anderem dann auch noch André Silva und Krunic allesamt auf der Transferliste. Der erste, der uns da verlässt, das ist Andrea Conti, den wir für 10 Millionen Euro an RB Leipzig verkaufen. Wir machen weiterhin Fortschritte. Als nächstes verkauft sich Diego Laxalt für 17 Millionen Euro immerhin an den VfL Wolfsburg. Für Samu Castillejo fordern wir 31 Millionen Euro von Crystal Palace und die nehmen das Ganze auch an. Damit verkaufen wir den nächsten Spieler. Jetzt auch mal ein liga-interner Verkauf, denn die AS Roma ist bereit, 37 Millionen Euro für Mattia Caldara zu bezahlen. Wir sammeln weiter Geld. Jetzt kommen 52 Millionen Euro rein, denn Man United ist genau die 52 Millionen bereit für Suso zu bezahlen. Nebenbei verkaufen wir ebenfalls André Silva für 25 Millionen Euro an Inter Mailand. Damit haben wir knapp 192 Millionen Euro an Transferbudget angesammelt und damit gilt es jetzt ordentlich auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Und da schlagen wir als erstes bei Ajax Amsterdam zu und holen den gerade mal 21-jährigen Nusa Masraoui für gerade mal 13,5 Millionen Euro als Backup für die linke Verteidigung hinter Ricardo Rodriguez, gerade mal 21 Jahre alt, bringt einiges an Potenzial mit und kann sich da hoffentlich hinter Ricardo Rodriguez vielleicht als unser neuer Stammlinksverteidiger entwickeln. Der AC Mailand ist in love with the Coco und deswegen verpflichten wir Corentin Tolisso vom FC Bayern München. Auch mehr als Backup verpflichten wir Arne Meyer von der Hertha für 16,3 Millionen Euro. Mittlerweile im FIFA 20 Karrieremodus ein großes Talent und mal gucken, wie er sich bei uns so machen wird. Hinter Paqueta kommt ein weiteres Talent auf die 10er Position. Als Backup mit einer Bewertung von 76 kommt Kangeli vom FC Valencia. Und auch die Innenverteidigung wird nach dem Abgang von Caldara verstärkt. Romagnoli bekommt einen ordentlichen Partner mit Manuel Akanji von Borussia Dortmund, den wir für 41,7 Millionen und Giacomo Bonaventura im Tausch verpflichten. An sich war das vielleicht nicht der intelligenteste Tausch, aber Bonaventura sowieso bei uns nicht gesetzt, auch schon 30 Jahre alt, wird natürlich nicht besser, sondern eher schlechter und dazu haben wir halt nicht so viel Geld, deswegen bringt eigentlich alles, was die Transfersumme so ein bisschen
bisschen runter, drückt was und Bonaventura darf jetzt seine Zeit beim BVB verbringen. Noch ist die Transferphase aber nicht vorbei, denn wir holen ein brasilianisches Megatalent für den linken Flügel. Ich denke mal, ich muss relativ wenig dazu sagen. Vinicius Junior kommt von Real Madrid hier zum AC Mailand und das für nicht einmal 30 Millionen Euro. Auf jeden Fall ein absolutes Schnäppchen für eines der größten Talente im FIFA 20 Karrieremodus. Dabei soll es aber nicht bleiben, denn auch für den rechten Flügel verstärken wir uns und holen Irving Lozano, der hier in dem Fall, weil die Kader eben noch nicht geupdatet sind, noch bei PSV Eindhoven spielt, für 38 Millionen ebenfalls hier zum AC Mailand. Zu guter Letzt verpflichten wir dann auch nochmal als Backup-Talent hinter Lozano und Vinicius Junior ein weiteres Top-Talent mit Reece Nelson vom FC Arsenal. Und damit sieht die Mannschaft folgendermaßen aus. In der Startelf an sich nur 4 Positionen verändert mit Vinicius Junior, Lozano, Tolisso und Akanji. Aber wie gesagt, wir haben hier auch beim AC Mailand ein paar Spieler, auf die man auf jeden Fall bauen kann. Aber der Kader an sich auch in der Breite deutlich verstärkt. Viel mehr Potenzial, viel mehr Talente reingebracht. Und ja, mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird und wie diese erste Saison mit dem AC Mailand verlaufen wird. Ich bin sehr gespannt und eigentlich hält uns gar nichts mehr auf, in die Kalendersimulation reinzustarten. Gesagt, getan, wir springen rein in die Kalendersimulation und sehen uns dann zur Saisonhälfte im Januar 2020 wieder. So Leute, und jetzt angekommen im Januar 2020. Ich bin mal sehr gespannt, wo es uns in den Wettbewerben hingebracht hat. Viele haben wir ja nicht, eigentlich nur die Liga und ja, international sind wir ja bekanntermaßen nicht vertreten. Deswegen schauen wir mal auf die Serie A-Tabelle. Ich bin gespannt. Okay, und da sind wir Fünfter. Das mag vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen schlecht aussehen, aber immerhin gerade mal 2 Punkte von Platz 3 entfernt, also hier ist auf jeden Fall noch alles möglich. Wie immer beginnt der Pokal natürlich in Italien für uns erst ab dem Achtelfinale und da ist SPAL der Gegner. Und zu guter Letzt jetzt also noch der Blick auf die UEFA Champions. Ja, da machen wir gar nicht mit. Scheiße. Back to business jetzt aber wieder, denn wir verkaufen in der Wintertransferphase als erstes Calabria für 31 Millionen an Benfica Lissabon. Ebenfalls verlässt uns dann Pepe Reina, der mittlerweile schon 37 Jahre alt ist, den Verein auch verlassen wollte, weil er halt kaum spielt. Wenn man halt so einen Donnarumma vor sich hat, verständlich. Den verkaufen wir für 4,5 Millionen an Espanyol Barcelona. Und auch Fabio Borini wird schlussendlich verkauft. Athletic Bilbao ist immerhin bereit, 8,2 Millionen zu bezahlen und das nehmen wir natürlich an. Damit kommen wir jetzt auf knappe 35 Millionen Euro Transferbudget, die wir jetzt hier im Winter vielleicht nochmal für Neuzugänge ausgeben können. Mal gucken, was so drin ist mit 35 Millionen Attacke auf dem Transfermarkt. Viel muss man sagen, kann man natürlich auf dem Transfermarkt mit dem Geld, was wir haben, nicht reißen. Aber immerhin wird es ein neuer Rechtsverteidiger, der uns auch definitiv verstärken wird. Ihr seht es ja schon, Nelson Semedo kommt vom FC Barcelona mit einer Gesamtstärke von 83, nimmt hier das Angebot an und ist nun ein Teil des AC Mailands. 33 Millionen haben wir bezahlt und dazu geht Theo Hernandez, nachdem er noch vorher bei Real Madrid war, jetzt beim AC Mailand und ja, nun beim FC Barcelona. Der hat auf jeden Fall nicht so die beste Karriere hinter sich. Damit haben wir auf jeden Fall wirklich gar kein Geld mehr im Winter zur Verfügung. Aber ich würde sagen, die Mannschaft steht auf jeden Fall eine komplette 80er-Mannschaft. Kein Spieler mehr unter einer 80er-Bewertung. Mit Semedo auch nochmal eine sehr starke Verstärkung für die Rechtsverteidigung verpflichtet. Und ja, damit können wir eigentlich schon zum Saisonende springen. In dem Sinne, auf in die Kalendersimulation. Und dann sehen wir uns wieder im Mai 2020 mit den letztendlichen Ergebnissen der ersten Saison. Angekommen dann also jetzt im Mai 2020. Der Moment der Wahrheit, hat sich der AC Mailand nach 5 bzw. jetzt sogar 6 Jahren mal wieder für die Champions League qualifiziert oder sind wir wie immer eigentlich jetzt in den letzten Jahren dran gescheitert? Und der Blick auf die Tabelle verrät, dass wir tatsächlich sogar Zweiter geworden sind am Ende. Was für eine kranke Rückrunde muss das Ganze bitte gewesen sein. Am Ende klar, 9 Punkte hinter Pier Monte Calcio, aber immerhin der AC Mailand zurück in der Königsklasse. Im Pokal standen wir leider Gottes nicht im Finale, da hieß es Pier Monte Calcio gegen Bergamo und genau gegen Pier Monte Calcio sind wir auch im Halbfinale mit 2:5 ausgeschieden. Das tut schon sehr weh, muss ich sagen. Aber okay, die Mannschaft ist noch jung, die Mannschaft ist noch absolut in der Entwicklungsphase und hoffentlich wird sie dann noch irgendwann besser werden als Pier Monte Calcio. So sieht das Ganze dann zum Ende der ersten Saison aus und wir, würde ich sagen, springen jetzt rein in Saison Nummer 2. Zum Start der zweiten Saison noch kurz das Vorbereitungsturnier ausgewählt und damit kann die zweite Season mit dem AC Mailand so richtig beginnen. Ein Platz in der Königsklasse bedeutet natürlich auch eine deutliche Budgeterhöhung und da stehen wir jetzt bei 83 Millionen Euro Budget für die zweite Saison. Damit kann man noch einiges anfangen. Auch in der zweiten Saison müssen uns natürlich einige Spieler verlassen und dazu zählen unter anderem Lucas Biglia, Ricardo Rodriguez, Ivan Strinic, Hakan Calhanoglu, Alen Halilovic, Irving Lozano. Also wir verkaufen tatsächlich auch Spieler, die wir vor kurzem erst gekauft haben.
haben Christoph Piątek, Rade Krunic und zu guter Letzt dann auch noch Frank Kessié und Leo Duarte. Als erstes verkaufen wir Ricardo Rodriguez und das für stolze 41 Millionen Euro an die Tottenham Hotspurs. Ja, ein paar Verteidiger könnten die echt gebrauchen. Ebenfalls verlässt uns Leo Duarte. Für 11,5 Millionen Euro geht es zum FC Southampton. Für Rade Krunic bekommen wir immerhin 9,2 Millionen Euro vom FC Porto. Inter Mailand ist tatsächlich bereit, 80 Millionen Euro für Irving Lozano zu bezahlen. Auch Masraoui verlässt uns schon wieder nach einer Saison und ich habe gerade gesehen, dass ich das so ein bisschen verwechselt hatte, denn er ist kein Linksverteidiger, sondern ein Rechtsverteidiger. Für 18,8 Millionen geht es tatsächlich wieder zurück zu Ajax Amsterdam. Und jetzt legen wir auf jeden Fall richtig auf dem Transfermarkt los. Es wird Zeit für richtige Hochkaräter und beginnen tun wir da mit Ousmane Dembélé, den wir vom FC Barcelona holen und das für nicht mal 65 Millionen Euro. Das heißt, wir kriegen einen besseren Spieler im Vergleich zu Lozano und das für weniger Geld. Für die linke Verteidigung kommt anstelle von irgendwelchen Rodriguez, Masraoui oder sonst wem Alex Telles vom FC Porto ein weiterer Topname für unsere Startelf. Mit Klopp und Liverpool können wir uns dann über einen Verkauf von Kessié einigen, denn sie sind immerhin bereit, 42 Millionen Euro zu bezahlen. Und jetzt der nächste Transferhammer, denn Lazio Rom, ein liga-interner Konkurrent, zahlt 65 Millionen für Christoph Piątek. Wir machen auf jeden Fall die Business Moves. Ein weiterer Weltklasse-Spieler für unsere Startelf kommt von Real Madrid. Mein persönlicher Lieblingsspieler Toni Kroos für 70 Millionen Euro. Jetzt also auch Teil des großen AC Mailand-Projekts. Und die bei Real, die sind noch sowieso voll unglücklich mit deren Spielern. Deswegen verpflichten wir auch Luka Jovic als unseren neuen Stürmer für ebenfalls knappe 70 Millionen Euro. Kommt das serbische Top-Stürmertalent hier also auch zum AC Mailand. Backups muss es natürlich auch geben und deswegen verpflichten wir Mason Holgate vom FC Everton für knapp 11,3 Millionen Euro als Backup für die Außenverteidigerposition, hat auch immer eine Gesamtstärke von 76. Das war auf jeden Fall eine sehr ereignisreiche Transferphase. Wir haben den Kader auf jeden Fall auf ein deutlich höheres Niveau angehoben. Mal gucken, wie sich das Ganze jetzt in den ganzen Wettbewerben auswirken wird. Unter anderem Champions League, Liga und Co. bin ich gespannt. Und damit gehen wir rein in die Kalendersimulation und sehen uns zur Saisonhälfte im Januar 2021 wieder. Da dann angekommen, blicken wir natürlich als allererstes mal auf die ganzen Wettbewerbe zur Saisonhälfte. Und da sieht es in der Liga schon mal richtig lecker aus. Wir sind Tabellenzweiter zur Saisonhälfte in der Serie A und das gerade mal 4 Punkte hinter Piemonte Calcio. Das heißt, in der Saison ist noch vielleicht einiges drin. In der Champions League heißt unser Gegner im Achtelfinale Manchester United und das bedeutet leider Gottes, wir sehen es hier, dass wir in unserer Gruppe mit Leipzig, Basel und Porto tatsächlich nur Gruppenzweiter geworden sind. Soviel zu den Wettbewerben. Mit 20 Millionen Euro Budget haben wir in der Wintertransferphase zur Verfügung und ja, mal gucken, was man damit so an Schaden auf dem Transfermarkt anrichten kann. Wir verkaufen endlich nach langem Hin und Her Hakan Calhanoglu für 19,7 Millionen Euro, geht es in die Premier League zum FC Arsenal. Und jetzt kommt der absolute Hammer, denn Barcelona holt sich Nelson Semedo für 97 Millionen Euro wieder zurück. Holy shit, wir haben das Ganze schon mit Masraoui und Ajax erlebt, nur dass die nicht so viel mehr bezahlt haben als wir, aber Barca übertreibt es einfach mal wieder komplett. Dafür gönnen wir uns nicht nur irgendwen auf der Rechtsverteidigerposition, sondern den Besten der Welt mit Joshua Kimmich vom FC Bayern München, den wir für knapp 80 Millionen Euro hier ebenfalls zum AC Mailand holen. Ein weiterer Topstar unterschreibt beim AC Mailand mit Isco, den wir von Real Madrid holen für 17 Millionen Euro und Lucas Paquetá im Tausch holen wir einen der besten Zehner der Welt. Auf jeden Fall ein geiler Transfer und könnte vielleicht einer der Schlüssel werden, um am Ende auch die Champions League zu holen. Damit sieht die Mannschaft nämlich zum Ende der Wintertransferphase folgendermaßen aus und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wieso soll man nicht mit so einer Mannschaft die Champions League gewinnen? Das schlechteste Rating in der Startelf, das ist die 85 von Akanji und ansonsten haben wir hier wirklich absolute Top-Spieler am Start, die auch noch viel Potenzial haben, die sich auch noch hoffentlich in der Rückrunde entwickeln und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze so werden wird. Ich dachte mir einfach mal Spaß, simulieren wir mal die Spiele selber und beginnen tun wir damit im Hinspiel im Champions League Achtelfinale und heim gegen Man United gibt es da einen 2:0 Sieg, Dembélé und Vinicius machen die Tore. Jetzt also das Rückspiel im Old Trafford bei Manchester United. Wollen wir mal gucken, wie das Ganze werden wird. 2:0 haben wir in Mailand gewonnen, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel, welches 1:1 ausgeht und damit stehen wir im Viertelfinale. Und da geht es für uns ran gegen unseren Gruppengegner.
gegen RB Leipzig, die sich ja zuvor in der Gruppenphase noch gegen uns durchgesetzt haben, gegen Inter Mailand im Achtelfinale und im Viertelfinale heißt es 2:0 AC Mailand. Jovic mit dem Doppelpack, jawoll! Auswärts ein 2:0 Sieg, da ist es eigentlich egal, wie es heim ausgeht, aber es ist immer noch heim, ein 3:0 Sieg, Jovic, Isco und Nelson treffen. Und jetzt, oh mein Gott, Leute, das Champions League Halbfinale. Piemonte Calcio ist heim der Gegner und es wird ein 2:1 Sieg. Jovic und Isco, ich sag es euch noch. Isco könnte einer der Schlüssel für das Champions League Finale werden, beziehungsweise für den Henkelpott. Und siehe da, er trifft und trifft und trifft. Und jetzt also das Rückspiel, Leute. Jetzt das Rückspiel bei Piemonte Calcio. Champions League Halbfinale Rückspiel und es wird ein 2:0 Sieg. Was geht bei dieser Mannschaft ab? Isco und Dembélé treffen mal wieder und damit steht der AC Mailand mal wieder nach so langer Zeit im Champions League Finale. Und in diesem geht es ran gegen niemand Geringeres als ein Verein, der eigentlich so das letzte Jahrzehnt sehr gewohnt war, im Champions League Finale zu stehen, nämlich der FC Barcelona. Vorher gucken wir uns aber nochmal die anderen Wettbewerbe an. In der Liga Meister geworden. 90 Punkte. Was für eine Rückrunde war das bitte? 28 Siege, 6 Unentschieden, 4 Niederlagen, 90 Punkte am Ende auf dem Konto, 3 vor Piemonte Calcio. Und den Rest, ganz ehrlich Leute, den kann ich gar nicht hören. I'm sorry. Auch den Pokal haben wir gewonnen. Im Finale gegen Piemonte Calcio gewonnen. Leute, wir haben das nationale Double gewonnen. Und das bedeutet, gewinnen wir die Champions League, gewinnt der AC Mailand das Triple. Und das mit dieser Mannschaft am Ende. Eine einzige 90er Bewertung in der Startelf. Ansonsten sehr, sehr viele Bereiche von 87 und 86. Kimmich da noch die einzige Ausnahme mit einer 89 auf der Rechtsverteidigerposition. Aber ansonsten eigentlich eine Mannschaft, der man ist, klar, natürlich mit ein bisschen Glück zutrauen könnte, die Champions League zu gewinnen. Aber sie muss es auf jeden Fall nicht. Aber sie hat es geschafft, national das Double gewonnen. Und jetzt, Jungs, es steht nur noch ein Spiel vor euch. Eine letzte harte Aufgabe, das Champions League Finale gegen Barcelona. Und in das würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Ohne Rücksicht auf Verluste, Champions League Finale der AC Mailand gegen den FC Barcelona in der Arena auf Schalke, ergo in der Weltdienstarena, wollen wir hier uns zum Champions League Sieger krönen. Und ja, es wird eine harte Sache werden, aber darum würde ich sagen, starten wir rein und sehen uns gleich wieder. Leute, ich habe gerade noch mal ein wenig vor dem Spiel recherchiert und zuletzt war der AC Mailand 2007 im Champions League Finale, damals gegen den FC Liverpool, als Rache kann man quasi sagen, 2:1 gewonnen und jetzt also 13 Jahre später hier in der Karriere im Jahr 2000, nee, es sind nicht 13 Jahre, wir sind im Jahr 2021, das heißt 14 Jahre später steht der AC Mailand also wieder im Champions League Finale und will den Henkelpott natürlich auch wieder gewinnen. Unsere Mannschaft kennen wir bereits, deswegen noch der Blick auf die Startelf vom FC Barcelona. Da haben wir unter anderem Andrew Robertson und Dele Alli sowie Sergej Milinkovic-Savic auf der Ersatzbank. Also das ist schon eine ziemlich starke Elf. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Damit gehen wir rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene wieder. Let's go! Ja, wir machen bisher ganz guten Druck hier. 5 Minuten gespielt. Toni Kroos mit dem Ball auf Tolisso und der versucht es einfach mal. 5 Minuten gerade mal gespielt und direkt so eine gefährliche Aktion, aber Ter Stegen ist im Tor. Mit dem habe ich, muss ich sagen, auch nicht meine besten Erfahrungen gemacht. Aber wir geben weiter Gas. Tolisso mit dem Ball auf Dembélé, der auf Isco. Und der legt den Ball für Toni Kroos ab. Und 12. Minute wieder eine Glanztat von Ter Stegen. Und wir springen schon mittlerweile gefühlt beinahe ans Ende des Spiels. Vinicius Junior läuft alleine auf Ter Stegen zu. Das kann doch nicht sein. Immer wieder sind es diese Champions League Finals gegen Marc-André Ter Stegen. Und der Ball will ums Verrecken einfach nicht rein. Das gibt es nicht, Leute. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust auf eine Verlängerung. Isco jetzt mit dem Ball auf Jovic und wieder Ter Stegen. Och, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Es ist jedes Mal das Gleiche im Champions-League-Finale gegen Barcelona. Es gibt eine One-Man-Show von Marc-André Ter Stegen und man kann so gut wie gar nichts dagegen machen. Aber wir müssen einfach konzentriert bleiben, Leute. Wir werden bestimmt noch eine Chance bekommen. 10 Minuten sind es jetzt noch knapp bis zum Ende. Come on, Alter. Hier, schöner Ballgewinn von Vinicius. Jetzt mit dem Pass auf Jovic, der auf Isco. Da läuft doch Tolisso sich mit der Nummer 7. Coco Tolisso kommt, mach ihn und der macht ihn. 83. Minute, der AC Mailand führt im Champions League Finale. Wie schön ist das bitte gespielt. Und Tolisso, der Torjäger, eigentlich nicht so bekannt dafür, die Goals zu getten. Aber hier macht er es.
wenn man auf ihn setzen muss, wenn man ihn braucht, dann ist er da. Corentin Tolisso mit dem Vollspannschuss ins lange Eck. Da kann das Ding diesmal gar nichts machen. Und damit spielen wir mit 1:0. Und jetzt heißt es einfach nur noch Beton anrühren und dieses scheiß 1:0 bis zum Ende retten. Come on, Leute. Ja, der Schiri könnte jetzt mal gerne abpfeifen und das tut er jetzt auch. Der AC Mailand gewinnt zum ersten Mal nach über 14 Jahren den Henkelpott. Die Champions League, sie geht zurück nach Mailand. Über 7 Jahre hat es gebraucht, sich erstmal wieder zu qualifizieren und dann auch noch im ersten Anlauf wieder zurück in der Königsklasse. Und direkt beim ersten Anlauf gewinnen wir die Champions League. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Ich bin auch, muss ich sagen, absolut sprachlos, wie wir das Ganze geschafft haben. Es war nicht das spannendste Champions League Finale. Barca hatte so gut wie gar keine Chancen. Wir hatten 3-4 Chancen und am Ende hat die Ter Stegen so gut wie alle gehalten. Aber trotz alledem war Tolisso zur Stelle im entscheidenden Moment und bringt uns hier am Ende den Henkelpott. Jawohl! Schönes Ding. Das soll es an der Stelle gewesen sein von der heutigen SDG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, mir fehlt schon die Sprache hier, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben, abonnieren und die Glocke aktivieren. Nicht vergessen, um in der Zukunft nichts weiteres mehr zu verpassen. Romagnoli wird die Ehre haben und den Henkelpott hochhalten. Und ja, dann sehen wir uns bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, haut rein und...